Willkommen zurück in der Welt der Psychologie. Für viele Menschen ist ihr Geburtstag ein ganz besonderes, geradezu magisches Datum. Und das Ganze geht sogar so weit, dass für Menschen, also das hat sich in Studien gezeigt, die wir demnächst noch besprechen werden, dass für Menschen, die zufälligerweise, es ist ja nur ein Zufall, am gleichen Tag Geburtstag haben wie wir, sympathischer finden und dass wir sogar ihnen eher bereit sind zu helfen. Aber wie sieht es jetzt eigentlich mit unserem eigenen Verhalten an unserem eigenen Geburtstag aus? Sind wir vielleicht hilfsbereiter, weil wir viele Geschenke bekommen haben, Freunde haben angerufen, mit denen wir schon ewig nicht mehr gesprochen haben und wir haben uns richtig gefreut, endlich mal wieder mit dem zu sprechen. Und insofern ist unsere Stimmung wirklich gehoben und das könnte durchaus dazu führen, dass wir eher bereit sind, auf irgendwelche Anfragen einzugehen. Auf der anderen Seite könnte es aber auch so sein, dass wir ganz schön gestresst sind. Ja, wir haben Freunde eingeladen, wir müssen ein Unterhaltungsprogramm auf die Beine stellen, wir haben Essen vorbereitet, dauernd klingelt das Telefon. Es könnte schon sein, dass das eher dazu führt, dass wir, wenn uns jemand um etwas bittet, eher sagen, nee, ich bin gerade im Stress, ich habe gar keinen Bock jetzt auf irgendwas. Und französische Forscher wollten in einer 2013 erschienenen Studie genau dieser Frage nachgehen, ob wir an unserem Geburtstag eher hilfsbereit sind und eher auf so Anfragen eingehen oder ob wir an unserem Geburtstag eher weniger Bock haben auf sowas. Und dazu haben sie eine relativ clevere Studie durchgeführt, haben insgesamt 264 Kunden eines Musikgeschäfts angerufen und haben so eine ganz normale Umfrage zur Kundenzufriedenheit durchgeführt. Und bei einer Gruppe haben sie einen Tag vor dem Geburtstag angerufen und haben gesagt, ja, hallo, wir sind vom Musikhaus bla bla bla, Sie sind ja Kunde bei uns, wären Sie bereit, an einer kurzen Umfrage zur Kundenzufriedenheit teilzunehmen? Das sind nur 9 Fragen und das Ganze dauert nur so circa 2 Minuten. Wenn man einen Tag vor dem Geburtstag anrief, waren nur circa 55% der Versuchspersonen bereit, an dieser Umfrage teilzunehmen. Wenn man, das hat man in einer anderen Kontrollgruppe gemacht, wenn man einen Tag nach dem Geburtstag anrief, waren es nur 49%, aber dieser Unterschied war nicht signifikant. Wenn man die Versuchsperson dagegen an ihrem Geburtstag anrief, dann waren es sage und schreibe 76%, die gesagt haben, ja okay, komm, lass mal diese 2 Minuten Umfrage mitmachen. Und die Forscher vermuten wirklich, dass es wohl an der gehobenen Stimmung, die wir an unserem Geburtstag erleben, liegen könnte, weshalb die Menschen da eher bereit waren, an dieser Umfrage teilzunehmen. Vielleicht ist es aber auch so, das könnte ich mir vorstellen, dass man eher in diesem freundlichen Anrufbeantwortungsmodus ist. Also es rufen ja auch viele Verwandte an und man hat einfach diesen Rhythmus schon drin, dass man die ganze Zeit einfach freundlich am Telefon jegliche Anfrage, jeglichen Anruf beantwortet. Für mich sind die Ergebnisse aber insgesamt ehrlich gesagt kontraintuitiv. Also ich hätte nicht damit mit diesen Ergebnissen gerechnet, denn man hatte die Versuchspersonen zu einer relativ ungünstigen Uhrzeit meines Erachtens angerufen, nämlich von 18.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Also eigentlich die Uhrzeit, wo ich mir vorstellen könnte, dass die Menschen durchaus ziemlich gestresst sind und dass sie da um die Uhrzeit schon mit ihren Freunden so ein bisschen am Beisammensein sind. Und von daher bin ich relativ überrascht über die Ergebnisse und ich würde mich freuen, wenn es in Zukunft da mal eine Replikation gäbe. Das soll es für heute gewesen sein. Ich hoffe, ihr fandet es interessant und wenn ihr wollt, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder.